Let's start again. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Spooky. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, es ist ein neues Scan zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 erschienen. Und ja, ich habe es vorher gesagt, es ist der nächste Charakter. Und zwar Rikudo Madara wurde jetzt nun endgültig angekündigt. Und da muss ich ehrlich sagen, juhu, Gott sei Dank. Weil viele haben ja schon befürchtet, dass er vielleicht gar nicht ins Spiel kommt und CC2 uns da so ein bisschen trollen möchte und den vielleicht gar nicht ins Spiel bringen möchte. Und da habe ich schon die ganze Zeit gesagt, wenn der nicht ins Spiel kommt und eine andere Person auch nicht ins Spiel kommt, dann kann das Spiel nur floppen. Aber jetzt bin ich so richtig der Meinung, dass das Spiel vielleicht doch noch ein Mega-Erfolg werden könnte, weil jetzt einfach wirklich Charaktere dazukommen, die einfach dazukommen müssen und die einfach mega sind. Ich meine, wir haben es jetzt an Zetsu Obito gesehen, wir haben es jetzt am Rikudo Obito gesehen, jetzt kommt Rikudo Madara dazu. Also das wird immer besser. Jetzt fehlen eigentlich noch so vereinzelte Charaktere vielleicht noch. Ich bin mal gespannt, wie wir da noch dazukommen werden. Aber schauen wir mal. Schauen wir uns jetzt aber erstmal noch den Scan an. Auf jeden Fall sehen wir ganz groß Rikudo Madara natürlich. Sieht natürlich ziemlich episch und düster aus, der Typ. Dann sehen wir auf der linken Seite ein kleines Bildchen. Und da kann ich leider nichts erkennen, außer eben das Susanoo von Sasuke. Das kann ich noch erkennen. Aber was das Schwarze daneben ist, das kann ich leider absolut nicht erkennen. Ich weiß nicht, wenn ihr das erkennen könnt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, vielleicht ohne Spoiler. Und wenn es ein Spoiler ist, der jetzt aus dem Manga ist, dann markiert es bitte mit einem dicken, fetten Spoiler. Und spoilert nicht die anderen, weil ich kann es gerade überhaupt nicht erkennen. Und ich habe auch gerade überlegt, was das sein könnte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Entweder habe ich einen Blackout oder ich bin einfach nur doof. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es gerade nicht erkennen, was das sein soll, dieses schwarze Ding da. Wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und weiter unten sehen wir dann noch ein Bildchen. Und das ist ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen. Und zwar sehen wir da den Rikudo Madara mit seinen ganzen Godama-Kugeln und natürlich seinem Zepter. Und da ist mir Sasuke aufgefallen. Und zwar guckt euch mal Sasuke an. Der leuchtet blau. Und in diesem Blauen ist sowas Schwarzes. Also ich würde jetzt sagen, das ist ein Chidori mit Amaterasu vermischt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sage ich jetzt einfach mal, dass das sowas sein sollte. Vielleicht ist das jetzt einfach mal ein neues Jutsu von ihm. Und ich würde das eigentlich ziemlich geil finden. Wenn zum Beispiel irgendwie so ein Chidori, wenn wir damit angreifen, dann irgendwie, dass sich dann so ausbreitet, dieses Amaterasu. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der dann mit so Elektro- und Amaterasu-Schäden irgendwie wegfliegt oder so. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn er so ein Jutsu drauf hat. Ich weiß nicht, was würdet ihr das einstufen? Es ist auf jeden Fall in diesem Blauen drinnen und das ist auch die Bewegung des Chidoris. Ich meine, guckt euch diesen linken Arm von ihm an, also von uns aus rechts, aber seinen linken Arm eben. Guckt euch das mal an, der hält den eben so weit unten und sprintet eben und das ist einfach ein Chidori. 100%. Aber ob das jetzt mit Amaterasu vermischt ist oder so oder nicht, das kann ich euch leider noch nicht sagen. Dann sehen wir natürlich da hinten Naruto und der macht natürlich auch seine, ja, Positionen, seine Fights, seine Dinger da. Aber der ist jetzt erstmal außen vor, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ja, ich bin gespannt. Also ich habe keine Ahnung, was dieses eine Bild von vorher da darstellen soll. Ich habe wirklich null Ahnung. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich bin mir auch sicher, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 2 bis 3, 4, 5 Tagen, höchstens 5, sage ich jetzt einfach mal, wieder einen Scan bekommen, der noch ein bisschen mehr aussagt. Das haben wir nämlich bei dem Obito auch bekommen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wir den vielleicht auch kriegen. Und es wird jetzt langsam auch Zeit, dass wir vielleicht noch einen Trailer bekommen. Und zwar einen richtigen Trailer zu dem Spiel selber und nicht einen Trailer zu einem Bossfight. Weil bis jetzt haben wir nur einen kurzen Trailer bekommen und sonst immer nur so Trailer zu Bossfights. Und die will ich eigentlich nicht mehr so gerne sehen. Ich möchte jetzt wirklich so einen richtigen Trailer zu dem Spiel eben sehen, wo wirklich mal ein bisschen mehr gezeigt wird und nicht nur mal ein Thema besprochen wird. Wie ist eure Meinung? Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr über Rikudo Madara? Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Und bin auf jeden Fall gespannt, welcher Charakter als nächstes jetzt noch angekündigt wird. Ja, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschödelö.